Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter heute mit Bennys E36. Wir haben ja schon 2, 3, 5 Videos gemacht. Hm. Wir sagen immer wieder, jetzt wird gefahren, aber Benny ist so ziemlich wie ich. Bis der dann fährt, baut er wieder einmal 8-mal alles nochmal um. Ne? Ja, so. Kann man glaube ich so sagen. Kann man so sagen, ne? Ja. Weil Kompressor, Turbo oben und jetzt Turbo unten. Das zeige ich euch gleich, finde ich übelst geil. Also generell so die Lösung. Hm. Und dann gibt es hier noch ein kleines Upgrade. Ja. Weil das, was bisher drin war, war eigentlich nicht mehr so würdig für das Auto, ne? Ich glaube schon ganz, ganz lange überfällig. Ja. Ja, wo ich selber schon gesagt habe, hey, damit schlage ich komplett an die Grenzen, ne? Und da, deswegen ist der Kollege nämlich hier, ne? Also nicht nur fürs gute Aussehen, sondern hat noch eine Aufgabe heute, ne? Aber so, ich muss euch erstmal alles anbrechen, also, weil das finde ich geil. Also als wir nämlich das letzte Mal hier waren, da hatte Benny gerade das ganze Auto umgebaut und hatte gerade hier oben den Turbolader reingestellt. Waren wir nicht sogar auf dem Prüfstand? Ja, waren wir auch auf dem Prüfstand. Waren wir, ne? Ja. 500, 550 oder so, ne? 530 PS, das waren dann irgendwie so ein bisschen über den Bar, ne? 1,1 oder so, 1,2. Geil, eigentlich wohl schon so. Okay, mit dem brauchen wir gar nicht drüber reden, du willst ja tatsächlich noch den Sauger fahren. Ich sagte, wenn du einmal, also auch egal wen ich bisher mitgenommen habe, diese ganzen Sauger-Freaks und Fans, wenn du dann doch einmal so einen Turbomotor auf der Rennstrecke fährst, schon, ist schon... Ja, der wird natürlich Meter machen schon, ohne Ende. Ist schon, also ist einfach vom Gefühl her, klar, du schaffst es niemals so gleichmäßig und so viel und so punktuell zu fahren. Ein Sauger ist halt einfach so, ne? Aber einfach wenn du Leistung hast und an stärkeren Autos so mitfährst, ist das halt immer... Aber interessant wird, wenn wir beide mal gleichzeitig mal drauf fahren am Bilsterwerk. Bestimmt. Bestimmt. Weil du fährst aber mindestens 300, 400 PS mehr als ich. So. Nee, wie gesagt, 500... 530 machen wir. Ja, genau. Das ist halt immer, hier ist halt immer so, weißt du, so 200 plus drücken, dann sind es auch schnell 600. Oder so, ne? Ja, sind wir auch schon gefahren. Also und dann Boost bei Gear halt, ne? Ja. Und schon noch mehr gefahren. Du fährst ja Bilzer Berg oder bist Bilzer Berg auf alten Slicks und so ja auch schon 1,54, 53, 55. 1,53, 8 oder sowas. Ja. Hm? Aber wie ihr seht, jetzt ist hier kein Turbo mehr. Es ist aber nicht so, dass das Ding auf einmal ein Sauger geworden ist, sondern man könnte fast sagen, das ist die Street-Version jetzt hier. Ne? Street-Legal. Weil, oh, pass auf, wenn ihr jetzt hier von der Seite reinguckt, da hängt jetzt tatsächlich nämlich der Turbolader. Erzähl mal, Benny, wie kamst du zu dieser Entscheidung jetzt hier? Also ich finde es übelst wirklich geil. Feier ich irgendwie komplett. Also Hauptgrund war eigentlich Thermik da oben. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen geiler vorgestellt. Aber mit dieser Abgasrohrführung über den Ventildeckel und sowas, das war total blöd. Und dazu hatte ich dann auch mal ein Problem mit dem Krümmer, mit einreißenden Krümmer. Der Lader hängt relativ weit vom Motor weg. Das Ganze zu stützen ist sehr schwer. Das machen hier die Krümmerwege und so halt jetzt ganz anders möglich. Und thermisch jetzt in der Praxis auch wesentlich besser. Das heißt, vorher war Krümmer so und Lader hing hier und dann musste den ganzen Abgas so wieder vorbei. Genau. Gerade auch Wastegate und das ganze Zeug ja auch richtig, alles. Richtig. Und jetzt ist es einfach wirklich nur aus dem Motor raus, wie es original auch ist und hängt da dann dran. Ne? Genau, genau. Ja, mal eben kurz alles umgebaut. Ja. Das sieht jetzt hier relativ eng alles aus. Ist das noch einigermaßen schrauberfreundlich oder ist es so richtig Fingerbrechen, nee, wenn man irgendwo... ist komplett durchdacht. Also bei Wastegate-Feder kann man jetzt hier gefühlt an der Tankstelle tauschen, ne? Ja. Nee, es ist auch wirklich so gebaut, dass das wirklich super, super einfach ist. Ne? Die Downpipe ist hier in 2 Minuten raus, ne? Lader, ja, ich meine vorhin, Downpipe ist halt in dem Fall auch, also es ist immer noch mehr Arbeit, als man denkt, aber es sieht aus wie ein gerades Stück Rohr, was einfach dran ist. Ne? Genau, genau. Mhm. Wie ist das hier mit... Rücklauf? Weil jetzt hat man natürlich das Problem, dass der Lader so tief hängt, das Gefühl, dass Öl gar nicht mehr in die Ölwanne zurück kann. Mein erster Rollout war ja Oschersleben. Das war ja bis nachts geschraubt. Und dann Probefahrt war ja Oschersleben. Ja. Und drauf, und ich habe einfach nur immer in den Spiegel geguckt, na, gibt es eine blaue Wolke, wenn ich vom Gas gehe oder passiert irgendwas? Weil ich dachte schon vielleicht, dass es nicht ausreicht vom Rücklaufweg zu der Position. Gar kein Problem. Funktioniert. Und Lader ist aber der alte? Lader ist der alte. G30 900 ist. Merkst du irgendeinen Unterschied? Ob jetzt oben oder unten? Nö. Soundtechnisch im Innenraum? Nee, würde ich auch nicht sagen. Oh, nicht. Nee, würde ich auch nicht sagen. Weil so als Beifahrer könntest du ja fast so gefühlt mit dem Fuß das Wastegate regeln. Ja, das haben wir jetzt auch nachträglich nochmal isoliert, weil es war ganz schön warm. Ja, das wurde aber. Ja, es wurde dann schon ein bisschen. Weil ja die alte Downpipe genauso hier lang lief. Ja, aber jetzt der Lader halt. Aber dieses ganze Paket sitzt ja so nun mal halt jetzt direkt hier. Direkt da, wo die Füße sind, finde ich. Ne? Genau. Also da haben wir jetzt nachträglich. Beifahrer kann Wastegate jetzt und Fahrer gibt Gas. Das ist in etwa. Keine Sitzheizung, genau. Fußheizung. Klar, dementsprechend Ansaugung komplett anders, Druckseite alles komplett anders, also alles doch mal umgebaut, ne? Ja, aber geil, gefällt mir. Das vor allem ist halt jetzt so eine Technik, die in Anführungsstrichen grenzenlos ist, weil das ist ja wirklich noch so der Anfang, sage ich jetzt mal einfach vorsichtig, ja, ne? Ja. Wenn das jetzt stabil funktioniert, wahrscheinlich dann nächster Step irgendwann nochmal getriebemäßig gucken oder wie auch immer, ne? Zum Beispiel, und dann genau. Wird das ja richtig Rakete hier. Ja. Das hast du auch gebaut oder gibt's das so? Nee, das gibt's so. Krass.
das gibt's auch. Ein ganzer Unterzug für die Achse, ne? Genau, schützt du natürlich das Ganze halt so. Klar, gewichtstechnisch vielleicht nicht ganz das Optimum, da kann man auch nochmal ein bisschen optimieren, keine Frage, aber... Aber da habe ich jetzt tatsächlich, bin ja so der absolute... auf jedes Gramm gucken. Mhm. Und ich habe jetzt aber wirklich tatsächlich gelernt, dass es tatsächlich manche Stellen gibt, wo Gewicht auch gut ist. Okay. So, und hier unten am tiefsten Punkt unter dem Schwerpunkt da nochmal Gewicht haben, ist nicht die blödeste Idee. Mhm. Also da gibt es Kilos, wie die Heckklappe zum Beispiel, die auf jeden Fall interessanter ist. Mehr wehtun. Ja. Als das jetzt hier in Alu, weil dafür hast du jetzt halt auch die Stahlfunktion, ne? Weil das ist ja, ja auf ohne, jeden Fall. Ist ja nicht ohne Grund auch auf so, jeden Fall. So massiv. Ja, geil, okay. Und jetzt heute Thema Fahrwerk. Ja. Den richtigen Stabi hat er schon drin. Hm. Ja, ich habe halt echt gemerkt, zum Beispiel Mauseverloh, Wilzer Berg, Hinterachse ständig, also klar, auch Leistung, keine Frage. Es war aber eher so, als ob die ganzen Dämpfer, als ob das Ganze zu langsam war. Hm. Beim Ausfedern, ich hatte keinen Bodenkontakt mehr. Ne? Es war wirklich, dass ständig die Hinterachse sehr schnell leicht geworden ist. Ne? Ja, viele schieben es ja auch teilweise darauf, wenn du die Stabis verstärkst, dass du halt, den Bodenkontakt der Räder, sagen ja dann viele, ja, man sollte lieber mit den Federraten hoch, wie den Stabi verstärken. Mhm. Da gibt es halt immer geteilte Meinung. Ich habe, weißt du ja, das identische Auto, habe ja auch das gleiche Paket drin, was du jetzt bekommst. Und ich sage, der in dem Auto macht mehr als Sinn. Okay. Also der Unterschied von einem Serienstab zu dem war enorm. Und jetzt Vorderachse oder Hinterachse? Beides oder generell? Zusammen. Beides zusammen. Eine Kombination auf jeden Fall. Und jetzt mit dem Paket, was du jetzt in dieses Auto bekommst, haben wir ja noch eine Raffinesse auch für die Hinterachse. Die ist noch was, das wird ja was ganz Schönes, ähnlich STW, wie sie es damals gefahren sind. Mhm. Und abstimmungstechnisch wird das dein Auto nach vorne katapultieren. Da bin ich gespannt. Weil du darfst nicht vergessen, er ist der beste Kronzeuge. Wir sind ja mit meinem viel, viel langsameren Auto auf der Strecke gewesen. Und es war wirklich so, klar, auf der Geraden bist du also wirklich verhungert, aber in den Kurven war das Auto unglaublich. Ja, ein Gefühl hätte es eigentlich Gaspedal und Bremse ausbauen können. Du kannst eigentlich stehen lassen. Das war so krass, oder was? Ja, jetzt noch Handgas umbauen können. Handgas, Vollgas, okay, alles klar. Du musst ja mal schaffen, ihn sprachlos zu bekommen. Ja. So, und dann sitzt er neben dir und du merkst schon so dieses, oh, das geht nicht gut. Okay. Und dann fährst du da einfach drum, als wäre nichts gewesen. Und dann so, boah, krass, ich hätte gedacht, das Auto packt das nicht. Ich werde nicht vergessen, wie wir so geschwitzt haben, dass durch die G-Kräfte der Schweiß von dem Arm auf den nebenan getroffen ist. Ja, irgendwie schwarzes Auto. Dann Seele ist gefühlt 400 Runden an einem Tag gefahren, also so, er ist wirklich 4 Runden gefahren. Ja, das stimmt. So, es war wirklich, also gefühlt, egal wann ich geguckt habe, immer E36 also, in schwarz vorbei. Für dich gefahren. Das Schöne ist, aufgrund dessen, weil halt auch wirklich gleiches Auto, nur du hast dann natürlich ein anderes Antriebskonzept und halt andere Gewichtsverteilung, aber konnten wir an meinem Auto lernen und das so optimieren, da du das gleiche machst wie ich, dass du da einfach jetzt aus der Erfahrung schöpfen kannst und wir sagen können, hier, das ist wirklich ein Hammerpaket bei dem Auto. Geil. Und haben halt die Federraten entsprechend noch angepasst, weil du halt vorne etwas schwerer bist. Mhm. Aber das Fahrwerk, was du jetzt in dieses Auto bekommst, das funktioniert richtig, richtig gut. Und da muss ich auch sagen, echt die Kollegen aus der Motorsportabteilung, aus der Entwicklung, die haben echt schon mit mir zu kämpfen gehabt, weil ich halt jedes Mal, ne, wenn wir gefahren sind, ja, noch da und so und hier und so. Das ist halt ein Riesenvorteil, wenn die Autos erstmal super laufen. Also du musst dich nicht um die Technik kümmern in dem Sinne, sondern du kannst dich wirklich um Fahrwerk-Setup kümmern. Genau. Wir mussten ja erstmal hier so ein bisschen den Rest zum Laufen kriegen des Autos. Ne? Aber das funktioniert jetzt. Und jetzt ist man, denke ich, auf einem Level auch selber, wo man sagt, okay, ich kann das Auto jetzt auch da bewegen, wo ich das Fahrwerk brauche. Genau. Definitiv. Ne? Vor allem hast du halt so viele Reserven. Wir können mit einer Leichtigkeit, das haben wir dir auch hier rein theoretisch mit ins Paket gelegt, die mit den Federraten spielen. Du kannst aufgrund der Härteverstellung auch mit der Zug- und Druckstufe spielen. Ja, also du kannst das Auto dann nochmal für dich verfeinern. Weil vielleicht sagst du, meine Fahrweise ist eine andere wie deine oder die von Philipp ist eine andere wie deine. Klar. Du kannst es individuell für deine Bedürfnisse dann nochmal upgraden. Ja, gerade die Hinterachse ist halt sehr besonders. Das werden wir aber gleich sehen. So, und jetzt zum Beispiel, ne, also springt uns ja jetzt schon entgegen. Wir haben dir noch zusätzlich für die Vorderachse 2 Rennfedern mit dazugelegt mit 20 Newton pro Millimeter mit einer höheren Federrate. Okay. Die verbaute 180 Newton Feder, die wird auf jeden Fall in deinem Auto funktionieren. Mhm. Aber wenn du sagst, du könntest ihn an der Vorderachse noch ein bisschen straffer haben, könntest du rein theoretisch einfach ganz schnell 2 Rennfedern einmal austauschen. Genau. Okay. Was in Verhältnis dazu fährst du bei dir zum Beispiel?
Ich fahre, so wie er, aktuell 180. 180 auch? Mhm. Mit dem Vierzylinder? Ja, genau. Ich glaube, hier vor waren so 120 drin. Ja. Ja gut, der Sprung von dem, was bei dir drin war, ja, auf das, was du jetzt bekommst, das wird Welten sein. Also das, ich sage dir auch, das Auto auf den ersten Metern wird dich schon umhauen. Okay. Fahr dich auf jeden Fall erstmal. Alleine auch der Moment, wenn du so über Curbs rüberfährst und so. Genau, das ist halt ganz Kurven-Einlenkverhalten. Nachsichtiger-Feder, so ein Fun, ne? Ja gut, Moment, das erkläre ich gleich. Du hast jetzt einen federtragenden Dämpfer. Das hat viele Vorteile, also eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Ein Nachteil, wobei an deinem Auto ist dieser Nachteil schon behoben, das muss man auch ganz offen einmal ansprechen, weil nicht, dass jeder Kunde jetzt denken würde, oh super, sieht toll aus, habe ich super viele Vorteile und habe Abstimmungsmöglichkeiten und will das bei sich einbauen, so einfach ist das nicht. Um einen federtragenden Dämpfer hinten beim E36 einzubauen, musst du oben die Dome verstärken. Warum? Normalerweise ist die Achse so konzipiert, du hast die Feder relativ weit innen liegend und den Stoßdämpfer außen. Das heißt, die ganze Kraft sitzt natürlich auf dem Federteller oben, die Hauptkraft. Das ist auch verstärkt an der Karosserie. Jetzt baust du aber alles nach unten ans Rad, also nach außen. Und die ganze Kraft liegt oben am Dom. Verstärkst du deinen Dom nicht, wandert das nach oben ab. Das machst du dann vielleicht ein paar Runden. Ja, ja, okay. Und dann irgendwann steckt es oben durch. Also, wir zeigen das einmal kurz. Genau. Für die Leute, die noch nie so ein Fahrwerk eingebaut haben. Normalerweise sitzt von hier nach hier der Stoßdämpfer. Ja. Und die eigentliche Feder sitzt hier zwischen, also getrennt, ähnlich wie es beim Arbeit auch war. Ja, genau. So, und jetzt ist das alles in einem Teil und es gibt hier keine Feder mehr. Genau. Also wesentliche Vorteile sind natürlich bei einem federtragenden System, du hast eine viel größere Abstimmungsvielfalt, Federratenwege und so weiter. Der Nachteil ist natürlich einer, platztechnisch musst du aufpassen. Deswegen auch an der Stelle einen schlanken und vor allem leichten 50er Alu-Rennsportdämpfer mit einem 50er Rennfedersystem. 60er Rennfedersystem würde natürlich noch ein bisschen weiter aufbauen und du würdest irgendwann auch Probleme bekommen mit der Freigängigkeit von deinen Felgen und Reifen. So, hier in der Sekunde, heb mal hoch, guck mal, wie leicht das Ganze ist. Du sparst extrem viel Gewicht auch. Das ist ja wirklich... Ja, so. Alu und 50er Feder, ne? Genau. Heftig. Vor allem, was man nicht vergessen darf, speziell beim E36, ist ja auch die Übersetzung, spielt eine wichtige Rolle. Jetzt hast du die Feder normalerweise hier drin sitzen, ne? Das liegt hier auf. Das heißt, die ganze Kraft, mehr oder weniger der Feder, landet hier. Und du hast einen Übersetzungsweg. Der Dämpfer außen hat nahezu eine Übersetzung von 1:1. Die Feder im Vergleich zum Dämpfer 0,6. Heißt also, wenn das Rad einen Weg von 1 macht, macht die Feder einen Weg von 0,6. Hast natürlich hier mit der Übersetzung von 1,1 einen viel größeren Spielraum, was Abstimmung und so weiter angeht. Wie gesagt, ein Nachteil, Platz, den muss man sich auf jeden Fall schaffen. Und Nachteil Nummer 2, du musst den Dom verstärken. Ist bei so einem Track-Tool-Rennwagen wie bei dir und vielen anderen in dem Fall natürlich behoben. Ja. So, dann kannst du natürlich auch noch mit der Positionierung des Dämpfers arbeiten, indem du hier verschiedene Hülsen verwendest. Das heißt, du kannst mit dem Uniball unten, weil wir haben eine komplette Uniball-Anbindung an dem Stoßdämpfer, unten wie auch oben, kannst du natürlich hier mit den Hülsen auch den Dämpfer nochmal in der Positionierung etwas verstellen. Weil viel Platz ist echt nicht, ne? Nein. Also das mit 50 ist schon... Genau. Gibt es noch kleiner als 50? Nein. Schade. Ja. Aber bei Moment, Stopp gibt es schon Formelserien, spezielle Anforderungen wie Formula Student. Aber im Endeffekt alles, was so Formel angeht, da hast du Federn, die sind noch kleiner. Aber 2024? Aber jetzt hier nicht im PKW-Bereich. Okay. Da hast du das nicht. Genau. Und ja, im Endeffekt, klar, einmal das Thema Gewicht. Du kannst natürlich jetzt auch hier diesen schweren Lenker eigentlich raushauen. Holst dir mehr oder weniger eine Uniballstrebe, wie hier und auch. Kann die einfach. Genau. Verbaust dann eine Anbindung für deine Pendelstütze, weil du siehst ja hier, die Pendelstützenanbindung liegt an dem oberen Lenker. Ja, also hier für die Kamera. Das ist die Pendelstütze, die ist in den oberen Lenker, in dem hier also verschraubt. Das heißt, die Kraft überträgt sich hier. Man kann jetzt rein theoretisch so eine Uniballstrebe nehmen, den hier ersetzen, oben einbauen und braucht dann nur eine Anbindung von der Pendelstütze an so einen Uniballlenker. Das heißt, das ganze System kann raus. Ja, und dann kannst du mit, was die Abstimmung angeht, mehr oder weniger fast schon frei spielen. Und wenn du 50er Feder brauchst, kannst du aber mich anrufen, weil das Außenlager ist. Weil das groß. Nächste ist, was Hakenhandfeder mittlerweile. Du hast halt hier ein, ich würde mal sagen, nicht ein Problem, aber du bist eingeschränkt. Du hast aufgrund des Bauraums, kannst du natürlich
nicht endlos spielen, was mit den, was die Federn angeht. Ne, das heißt, du hast eine einteilige Tonfeder oder ein Doppelfedersystem, du hast aber ohne Ende Blockmaße. Wenn du ein Doppelfedersystem verbaust, die Zusatzfeder hat ein gewisses Blockmaß, der Zwischenring hat ein Blockmaß, die Hauptrennfeder hat ein Blockmaß. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, und es ist ja nicht viel weg, wir sind hier komplett ausgehangen, ne, und es ist mehr oder weniger so, wenn ich jetzt noch ein bisschen größere Hände hätte, könnte ich hier schon das ausfüllen. Und dann musst du auf dem Weg ein Federpaket schnüren, was aber noch ausreichend Einfederweg generieren kann, ohne zu blocken. Mhm. Und du willst ja auch irgendwie noch mit deinen Federraten spielen oder mit den Abstimmungen spielen. So viele Federn gibt es ja gar nicht. Und du bist ja auch irgendwo reglementiert. Du kannst ja nicht eine Feder bauen, die alles kann. Nee, technisch nicht. Kannst du hier aber ja. Hier kannst du mit den Längen spielen, mit den Abstimmungen spielen, wo du hier eingeschränkt. Verstehe. Deswegen auch verhältnismäßig 80 eine relativ weiche Feder hinten, weil du gar keine Untersetzung, Übersetzung dazwischen hast, sondern 1:1 Feder gleich Weg hast. Die Federrate errechnet sich, also die fließt im Quadrat, die Federrate hier bei der Anbindung jetzt ein. Also du kannst das jetzt nicht so umrechnen, da gibt es halt eine Umrechnungstabelle für, wie die Federrate jetzt mehr oder weniger auf den federtragenden Dämpfer außen auswirkt auf die Achse, wie im Vergleich, wenn die Feder dran ist. Aber hast du recht, du hast jetzt basierend, wenn du zum Beispiel sagst, du hast hier eine 220 Newton Feder, kannst du das nicht gleich hier ummünzen auf den federtragenden Dämpfer außen. Weil als Beispiel im Abarth hinten fahre ich eine 70er Feder, wo man jetzt erstmal denken würde, boah, der leichte Abarth gegenüber dem BMW, das ist ja ganz schön weich. Nee, beim Abarth sitzt aber der Dämpfer nicht 1:1, sondern eher weiter vorne an der Achse. Das heißt, ich habe dazu theoretisch weniger Weg, mehr Kraft. Okay. So, das heißt, ich brauche eine härtere Feder. Okay. So, deswegen kann man das immer nicht so ganz so... Genau, das erklärt sich, wie gesagt, macht dein Rad einen Weg von 1, macht die Feder 0,6. Verstehe. So. Und muss halt dementsprechend halt auch härter sein. Ne? Richtig, verständlich. Okay, so, vorne? So, genau, Härteverstellung, Zug und Druck in einem. Wir haben das jetzt voreingestellt, basierend auf den Daten von meinem Auto. Mhm. Heißt also in dem Fall, Plus ist zu. Plus ist zu. Ja, also ne, mit dem Uhrzeigersinn drehst du den Dämpfer zu. Mhm. So beeinflusst du auch mehr oder weniger die Dämpfkraft. Mhm. Da geht es um die Durchflussmenge des Öls. Mhm. Verringerst du die, mehr Kraft, entsprechend mehr Härte. So kannst du es jetzt sehen. Und wenn du den verstellst, verstellst du den, also wir sind jetzt aktuell von dem Punkt 0 zu 6 Klicks auf. Okay. Du hast 18 Klicks. 18 Klicks sind genau. Okay. Wenn du verstellst, verstellst du aber nie, dass du sagst, ich drehe den jetzt auf, sondern du drehst den erst immer zu. Da hast du den Anschlag. Verstehe. Das ist dein Punkt 0 und dann drehst du für Klick wieder auf. Okay. Ja. Okay, okay. Das weil der Anschlag zu ist definierter als der Anschlag offen. Genau. Verstehe. Weil irgendwann ist auf. Ja. Und es gibt in dem Fall keinen Anschlag. Das heißt, du könntest den bis ins Unendliche aufdrehen und dann fliegen ja im schlimmsten Fall irgendwann die Kügelchen unten raus. Okay. Das heißt, zu ist dein Punkt 0 und von da auf drehst du auf. Ah, okay. Krass ist, habe ich jetzt gerade erstmal wieder gemerkt, weil man verliert auf der Rennstrecke jegliches Gefühl dafür, ob ein Fahrwerk hart oder weich ist. Mhm. Weil du dann ganz andere Sachen denkst und ich bin nur den Abarth aus dem Trailer auf den Prüfstand gefahren. Ne? Ich dachte, mir fällt das Gebiss raus. Wirklich, so hart ist das Ding. Wirklich, Alter, du fährst so ein bisschen über so eine kleine Schnalle, wo der Gurt drin festgeht, du fliegst in dem Auto bis unter der Decke. So ungefähr. Aber im Fahrbetrieb halt. Denkst du, ist zu weich, so gefühlt. Ja. Scheiße, immer noch härter, ne? Ja. Das ist immer gerade mit Slicks. Das war ja bei mir genau umgekehrt mit einem Serienfahrwerk. Ja. Da denkt man eher, dass es zu weich ist. Ja, genau. Ja, und dann natürlich klar wichtig: fährst du Vollslicks, fährst du ein Semi, fährst du einen Straßenreifen. Mhm. Ja, das spielt alles in die Karten der Abstimmung. So, und wenn du, wie gesagt, das Bedürfnis hast, dass du vorne die Federrate doch noch ein bisschen angezogen haben möchtest, werden einfach die Hauptrennfedern an der Vorderachse gegen die ausgetauscht. Ah, okay. Na, jetzt ist gerade verbaut eine 120, 60, 180. Mhm. Verrät die in der Sekunde, die ist 120 ungespannt lang, 60 Durchmesser und 180 ist die Rate, Newton pro Millimeter. Und in dem Fall gleiche Feder, nur halt in der Rate nochmal um 20 angezogen. Okay. Genau, das System hat sich auf jeden Fall bei mir bewährt. Mhm. Probier das aus. Ich würde sagen, du wirst damit gut klarkommen. Ansonsten notfalls einfach die zwei Federn ausstellen. Von der Theorie her müsste man es eigentlich schon härter machen, ne? Weil guck mal, was sind das? Das sind ja mit 6-Zylinder plus Toler von Minimum 120, 150. Genau, das war auch meine Frage. Ja. Da sagt aber Dieter auf keinen Fall, weil bei mir sind die Raten schon sehr... Passend zu deinem harten Gasfokus. Genau, ist das schon sehr angezogen. Ne? Okay. Das heißt, geht Piano dran,
Viel hilft nicht viel in der Sekunde. Was fährt sich tendenziell besser? Der weiche Feder oder der harte Feder? Ja, das kommt halt wirklich auf die Strecke also und auf den Reifen an. Ich glaube tendenziell eher, also einfacher zu fahren, wird eher eine zu harte Feder sein, glaube ich. Ja gut, dann ich sag mal so, das Feedback, was dir die zu harte Feder gibt, genau, ist natürlich deutlicher wie eine zu weiche. Ja, klar. Wobei im schlimmsten Fall eine zu weiche entweder blockt die oder schlägt durch, je nach Fahreinsatz. Aber tendenziell, was du stärker merken würdest, wäre wahrscheinlich dann eine zu harte. Das ist einfach keine Traktion für vorne. Aber wie gesagt, unser Rad hängt das rein. Wie gesagt, auch jetzt hier mit der voreingestellten Kennlinie des Dämpfers. Ab Punkt 0, 6 Klicks offen, fahr das. Okay. Und wir werden ja beim ersten Rollout sowieso alle dabei sein. Und dann können wir auch nochmal einen Stellschrauben drehen. Vor allem, was gut auch ist, dass auf der Hinterachse habt ihr so einen krass langen Dämpfer. Das Ding hat natürlich auch Ausfederweg des Todes hinten. Ne? Ja. Ich meine, das sieht man ja so schon. Ja. Wie viel, aber der war auch nötig. Wie viel? Ja, also, klar. Nee, es ist gerade Bilsterberg. Ja. Haben wir ja die Erfahrung gemacht. Bilsterberg, da kannst du alles auf den Kopf stellen, was man sonst schon mal gelernt hat. Wenn es da über die Kuppe geht, gerade mit dem Ding. Weil was meinst du, wenn du mit dem Mausefalle hoch, wird das Ding ja Traktion des Todes haben. Ne? Weißt du, gefühlt die anderthalb Tonnen hinten auf den Rädern, warme Slicks, dann noch die Kompression dazu. Das heißt, du schaffst ja berghoch 160, wirst du da so drauf haben auf der Kuppe. Ne? Und dann kommt halt der Moment, wo es halt einmal so macht und da muss halt da muss hinten raus funktionieren. Das hat gar nicht funktioniert. Regel Nummer 1 ist halt, die Räder müssen Bodenkontakt haben. Klar. Räder, die keinen Bodenkontakt haben, können auch keine Traktion versprechen. Ja. So, und wir haben es ja bei unserem gelernt, bei unserem Fahrversuch. Wenn die Hinterachse mal leicht wird, dann wird es halt echt dramatisch. Ne? Da war ich erschrocken, wie groß der Unterschied ist, weil man denkt immer, ach ja, wenn das Rad so mit 5 Kilo noch auf den Boden drückt, kann das ja nichts bringen. Mhm. Aber es ist für die Stabilität des Autos, selbst wenn das nur auf dem Boden nur mitläuft, sind das schon Welten halt. Ne? So, also klar, jetzt bei Heckantrieb, wenn die Räder mal durchdrehen, ist natürlich was anderes. Mhm. Aber gerade bei den Frontantriebautos ist es wirklich so, ist das Rad nur Atömchen in der Luft, ist halt wirklich immer. Ja, und zumal du hast halt dein ganzes Gewicht auf der Vorderachse. Mhm. Hinten, was ist da drin? So ein kleiner Minitank für deine Wassermethanol-Einspritzung. Genau, siehst du? Das heißt, du hast hinten kaum Gewicht und die Tendenz, dass die Hinterachse so schnell den Kontakt verlieren könnte, ist deutlich höher, wie dass deine Vorderachse den Kontakt verliert. Aber ich sage, Gewichtsverteilung von dem ist Welten besser als bei mir vom Arbeitsmarkt. Meinst du? Ja. Ja, wobei aber der wird vorne schon deutlich schwerer sein. Das schon, aber ich sage, der wird schon realistisch. Also ich glaube, der ist sogar fast unter 60-40. Da können wir ja später gucken. Also hast du die Wagen dabei? Ja, können wir ja gucken. Ich hätte jetzt gesagt, mit dir drin, glaube ich schon, geht das in Richtung 57, 43. Echt? So meinst du? Ja. Weil, guck mal, wie weit hinten dann doch. Weißt du, man denkt immer so, guck mal, ich habe eben die ganze Zeit schon geguckt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre die Ölwanne vom Getriebe, aber das ist ja die Ölwanne. Ja? Das ist ja die Ölwanne vom Motor, ne? Guck mal, der ganze Motor hängt ja eigentlich schon hinter der Achse, dann das Getriebe. Hm. Das ganze Zeug mit Achse und so wiegt ja auch ein bisschen was. Ja. Die ganze Zelle ist ja tendenziell auch eher weiter nach hinten und dann noch mit drin sitzen und so. Deswegen sind die Dinger ja so schnell und haben so viel Traktion. Ja, wir können uns mal wiegen. So, also wir werden es eh gleich wiegen, aber... Gut, bei dir natürlich klar, die Vollzelle, ne? Du hast ja auch hinten mit der kompletten Achsabstützung und Achsverstärkung. Ja. Das ist natürlich alles bei dir hinten verankert, klar. Aber ja, müssen wir gleich mal wiegen, dann wissen wir mehr. Ja, nee, sieht witzig aus. Weil halt wirklich, der Dämpfer jetzt wirklich so genau... Ja. Tangential zur Achse steht. Ein Bild für die Götter. Mhm. Da es draußen immer noch regnet, müssten wir die Slicks auf jeden Fall schneiden zum Fahren. Gewicht. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ein Rad drauf. Wir haben also ganz grob schon mal Höhe eingestellt, wie wir das so ungefähr lenken. Jetzt einfach mal auf die vier Räder stellen und mal zumindest, ich meine, wir können Radlast jetzt eh nicht perfekt machen, weil noch keine Ausbruch und so weiter. Wichtig ist nur, dass wir vorne beide nach Gewinde einstellen. Ja. Dass er vorne die gleiche Federverspannung hat. Und die eigentliche Radlast macht man dann hinten über die Dämpfer. Genau. Aber erstmal überhaupt gucken, wie er so steht. Ne? Ja. Ja, drauf und los geht's. Jawohl! Ja, aber das ist doch fast so, wie ihr gefahren bist. Ja, nee. Ticken. Ja. Ticken sogar. Ja. Du musst auch, ja. Also hier sieht man jetzt auf jeden Fall schön, Benni, du musst auf jeden Fall eine Nachlaufnummer ran. Oh ja, siehst du richtig. Ja. Wenn du jetzt, Nico, wenn du hier drauf filmst, guck mal wie. Hier, so anderthalb Finger und hier. Ja. Also. Du musst einen Fallschaden gewesen, so ungefähr. Das sieht so aus, ja. Da kann man komplett das. Deswegen macht das auch relativ wenig Sinn, dass jetzt. Also, das ist jetzt wieder so eine von Null Vermessung. Da musst du ja wirklich überall jetzt nach und nach eine Basis reinbringen. Eigentlich muss jetzt einmal eine Basis rein. Hast du die vorderen Querlenker, Nachlaufversteller, die Uniballaufnahmen, hast du die einfach jetzt gerade frisch reingegangen oder schon mal gefahren? Nee, frisch reingegangen. So, jetzt. Ungefähr auf
das, was drin war. Ja, jetzt müsste man rein theoretisch einmal einen Punkt 0 reinbringen. Ja. Und von da aus sich. Erstmal Thema Gewicht. Ja. Also, es fehlt ja noch Auspuff. Mhm. Was wiegt der so? 10 Kilo wahrscheinlich so, ne? Ist auf jeden Fall knüppelvoll getankt. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß der Tank ist. Wassermethanol ist auch voll, weil letztes Mal bin ich dann nicht mehr viel gefahren, weil die Slicks platt waren. 12,69. Aber so wie er hier schon steht, lag ich gar nicht so schlecht. 54,6 vorne schon. Okay. Hat schon fast 55, 46. Also hängst du jetzt den Auspuff hinten noch drunter und es kommen hier hinten nochmal 10 Kilo dazu, bist du schon in Richtung. So, was jetzt interessant ist, setz dich mal bitte einmal ins Auto rein. Ja. Wir haben jetzt 54,6% des Gewichts vorne. Mal gucken, wenn Benni drin sitzt, ob es tendenziell, ob er mehr hinten oder mehr vorne sitzt. Ja, krass. Also ist bei dir tatsächlich so, wenn du drin sitzt, dass du mehr vorne sitzt als hinten. Viertüriges Auto, 54% vorne. Beim Arbeit ist es tatsächlich so, dass ich viel, viel mehr hinten. Ja gut, du sitzt ja auch gefühlt hinten im Auto. Aber habe ich nicht 53? Ja, ja. Ich habe 53 oder so gesagt, ne? Ja. Ich glaube, ich habe 57, 43 gesagt, so rum, glaube ich. Ah nee, warte mal, ich habe auch komplett einen Quatsch erzählt gerade, sorry. Es ist ja gerade von jetzt, sehe ich es beim Aussteigen, sehe ich es, ist von 54,6 auf 54%. Also sitzt auch er weiter hinten. Ja. Ja. Also du kommst auf 54. Ja, deswegen fahren diese Autos auch einfach so gut auf bei allem. Egal ob einlenken, bremsen und so weiter. Ne? So, was hatten wir jetzt Gewicht mit ihm zusammen? Und du siehst jetzt auch, guck mal, ich behaupte, wenn man sich jetzt ein bisschen Mühe gibt, kriegst du dieses Auto auf 50-50. Und das mit dem schweren Sechszylinder. Ne? Ja. Ja gut, wobei, ne, hinten und schauen wir uns eine Vollzelle an. Ja, weil tendenziell wird er jetzt gerade, ja, wobei vorne holst du kein Gewicht mehr. Das ist ja schon recht. Was halt bei dir in die Karten spielt, ist deine Vollzelle. Ne? Das meiste Gewicht ist ja auf der Hinterachse. Na klar. Da holt's halt, also wird es ein bisschen mehr ausbalanciert. Wenn das jetzt nicht wäre, dann. Ja. Aber wollen wir zur Sekunde noch ein bisschen Radlast einstellen? Macht ja gar keinen Sinn. Sag ich dir, wie es ist. Wir würden jetzt irgendwas einstellen, aber wir haben ja gar keinen finalen Wert. Was halt, nur eine Sache würde ich gerne zeigen. Du musst dich doch leider mal einmal einsetzen. Ja, weil es ist jetzt gerade, er ist jetzt gerade vorne links viel zu leicht. Ist ja 3,28 zu 3,60. Ja, dafür, dass wir ihn auf die gleiche Vorspannung eingestellt haben. Ja, aber guck mal haben. Jetzt. Genau, das ist ja die Frage. Nee, so, jetzt so ist annähernd gut. Sind wir schon vorne gar nicht so schlecht? 7 Kilo Differenz. Ja, warte, ich sehe es nicht ganz. Vorne links zu vorne, 7 Kilo mit dir. 7 Kilo Differenz. Und allerdings, die Differenz haben wir jetzt gerade hinten. Und jetzt? Warte mal, wo ist der Tank? Hinten rechts. Hinten haben wir 50 Kilo von hinten. Ja, das heißt, auf der Seite ist doch, also hier ist doch das meiste Gewicht auch wegen Sprit. Das heißt, wenn der Tank jetzt leer ist, wäre es ja noch dramatischer. So, aber man kriegt ihn, wir machen mal eine Sache. Wenn wir ihn jetzt vorne rechts schwerer machen wollen, müssen wir ihn hinten links hochdrehen. Ja. Du drehst ihn hoch und das Auto kippt vorne rein. Und dann wird er nämlich hinten links auch ein Tucken besser. Also Benni, bleib du mal einfach drin sitzen. Wir fahren nicht mal im Auto hoch und drehen mal hinten hoch. Links ein bisschen hoch. Und ich weiß ungefähr, wie viel 10 Kilo sind mittlerweile. Ach so. So. Warte. Du hast jetzt gerade mal 5 cm. Ja, reicht. Und doch hier. War doch Punktlandung. Ja, passt. 3,74 zu 3,75. Das waren nochmal die letzten 4 Umdrehungen von mir. Und jetzt gibt es halt 2 Varianten des Einstellens. Man kann jetzt so einstellen, dass das Cross perfekt ist. Das ist die eine Variante. Genau. Oder die andere Variante ist aber, die ich persönlich gemerkt habe, besser fährt, dass deine Vorderachse perfekt symmetrisch ist. Man macht ja schon mehr über die Vorderachse, einlenken, bremsen und so weiter, ne? Weil, wenn wir das Cross perfekt hinkriegen wollen, ist vorne links und vorne rechts nicht mehr die gleiche Kraft drauf. Ja. So, ne? Dann hast du es halt so, dass du hier vorne verschieden hast. Und aktuell war es immer so, weil wir haben jetzt gerade ja nur einen Cross von 52%. Und das wird man nicht auf 50 kriegen, wenn man die Vorderachse symmetrisch haben will. Das heißt, man fängt an, die eine Vorderachse hochzudrehen oder runterzudrehen und du hast halt verschiedene Federraten auf der Vorderachse. Ja, eine verschiedene Vorspannung. Ne? So, und dann stimmt, Federrate bleibt die gleiche, aber die Vorspannung ist eine andere. Genau. Und da muss man sich dann halt schon überlegen. Und beim Auerd war es so, besser ist man immer besser so gefahren. Also, dass vorne gleich ist, weil wir haben ja vorne das Fahrwerk auch gleich eingestellt. Mhm, wenn es freigeht, guck mal, wie geil das gerade da hinten steht. Ne? Ja. Steht auch so fett drin. Sieht doch saftig aus. Ja, Freitagabend. Probefahrt, ne? Benni macht Probefahrt ab. Eine Sache können wir mal zeigen, das ist halt auch krass, guckt euch mal an, weil wir vorhin über Ausfederwege gesprochen haben. Ja. Angenommen, man würde ihn auf der Tiefe fahren. Und ich sehe das ehrlich gesagt noch gar nicht so, dass man den so viel höher drin.
aber wie viel Ausfederweg der jetzt hat. Ne? Also angenommen, jetzt kommt die Kuppe. Ja. Ist schon. Du kannst ja messen. Kannst du die Hand durchstecken. Können ja einfach mal einen groben Test machen. So, jetzt hier bei 6, mach mal runter. Warte, bitte. So, 12, 6. Ja, bist du bei 80. Knapp 80 mm. Ausfällig? Passt ja. Weil ein bisschen, du hast ja locker hier jetzt nochmal, was würde ich sagen, 50 Einfederweg wird man jetzt gerade ja noch fast hinkriegen. Ja. So, natürlich nicht eingelenkt, aber so beim Geradeausfahren. Ja, wobei, er hat ja innen schon ausgeschwert. Ja. Schon Platz, ne? Ist das breiter als original? Ja, ja, klar. Ja, ist breiter. Mhm. Ja, vielleicht ducken hoch, setzt sich auch ein bisschen. Ja. Weil. Wobei, das, er federt ja auch nach innen ein, ne? Und nach innen ist ja deutlich mehr Platz. Das heißt, er macht ja nicht den, sondern er macht ja den tendenziell. Ja. Selim, danke für den Einsatz hier, ne? Ja, ich habe nichts gemacht. Sehr gerne. Also wir haben gerne geholfen. Ich werde euch in dem Video jetzt wieder sagen, im nächsten Video fahren wir mal eine Runde mit dem BMW. Das können wir aber wirklich jetzt mal langsam machen. Bis dahin ist es Biturbo V8, Motor hinten drin oder so. Aber ich bin mal wirklich gespannt, was dein Feedback sein wird, wenn du die ersten Meter mit dem Auto gefahren bist. Ja, wir werden auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja in dieses Video noch rein. Das hängt jetzt davon ab, wie morgen so das Wetter ist. Plan ist eigentlich morgen Bilzerberg, aber wenn ich rausgucke, sieht das eher aus, als wenn ihr einen Orkan aufzieht. Mhm. Das sieht man gar nicht auf der Kamera, aber ja. Sieht man nicht, ne? Nee. So macht das natürlich keinen Sinn. Falls doch, packen wir jetzt einfach noch ein paar Fahraufnahmen hinter. Ne? Würde ich vorschlagen. Ja. Geil. Aber ist doch schön. Berichte. Tue ich. Wie gesagt, die Jungs aus der Motorsportabteilung sind, die werden das gespannt verfolgen. Das ist schön. Das und sind natürlich sofort an deiner Seite, wenn irgendwas angepasst oder geändert werden muss. Sehr schön. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, danke.